Das Weinen der Vögel ist ein Traumtitel für diesen Preis. Das ist ein Buch, das den ganzen, unsere ganze europäische, westliche, nordwestliche Perspektive umdreht. Und das kommt eben auch dadurch, dass die Geschichte von Chinonso erzählt wird durch seinen Schutzgeist Chi. Was mich beeindruckt hat, ist seine erzählerische Gabe, die sich in den letzten Zeiten des Romans zuspitzt. Also ich kann diesem Buch gar nicht genug dafür danken, dass es ihm gelingt, mir eine leider ungut endende Geschichte so zu erzählen, dass ich ihr mit Spannung folge, wenn auch am Schluss ich weiß, das ist eigentlich unmöglich, aber quasi mit geschlossenen Augen gelesen habe, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich habe den Kontinent gewechselt und bin dennoch natürlich auf meinem geblieben. Und das schafft wirklich nur eine gute Übersetzung, die zugleich aber natürlich kosmologische Fachtermini beibehält.